Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein Flugtag auf dem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt Ramstein bei Kaiserslautern endete am Nachmittag mit einer Katastrophe. Drei Maschinen einer italienischen Kunstflugstaffel stießen in der Luft zusammen, eine stürzte in die Zuschauermenge. Nach offiziellen Angaben kamen mindestens 30 Menschen ums Leben. Über 100 wurden verletzt, viele von ihnen schweben in Lebensgefahr. Diese Zahlen sind aber auch 4 Stunden nach dem Unglück noch immer nur vorläufige Angaben.